Herzlich willkommen hier bei Streetcore. Ich bin euer Floschi und präsentiere euch das Let's Play Game Need for Speed Most Wanted mit dem Part 13. So, wie ihr sehen könnt hier auf der Karte, ist das alles jetzt auch freigeschaltet hier. Da ist auch ein Drag Run, das ist jetzt auch neu. Eines meiner Lieblingssachen, wenn das Auto auch genug Power hat. Ansonsten hat sie mir, sagte sie nicht irgendwas von Unterschlupf? Ah, genau. Hier Autohändler, Unterschlupf, Tuning. On must. So. Ich will aber erst einmal meinen Wagen tunen und dann einmal gucken, ob es neue Autos gibt. Ah, ich bin schon beim Tuning Shop. Das ist doch gut. So, erstmal ins Hinterzimmer. So, dann wollen wir mal ein bisschen allein. Ah. Wollen wir natürlich das hier haben. Anbauen. Aber erstmal Leistung. So wie es aussieht, ist das meiste alles hier erst ab dem 11. Oder Bremsbeläge. Turbo bestimmt noch nicht. Gut. So, das war's noch. Mehr habe ich nicht vorzunehmen. Fahndungslevel ist auch runtergegangen, so ein bisschen. Dann wollen wir mal gucken, wo bin ich? Da. Ich will aber... Ja, fahren wir mal ganz einfach dahin. Ich möchte per GPS. So, da vorne ist auch schon der Händler. Wollen wir mal gucken, was da so schönes, irgendwas Neues hat. Die kennen wir ja schon alle. Oh, er hat mein A3 frei. Und da ist mein Mustang, den ich mir als nächstes holen möchte. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. So, dann wollen wir zum Unterschlupf gehen. Wie ihr gesehen habt, haben wir ja nichts Neues drinne. Zum Unterschlupf, da springen wir einfach mal schnell hin. So, Blacklist 15. So, Izzy ist unser neuer. Oh, den wollten wir jetzt nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Meilensteine, was will sie haben? 8 Polizeiwagen, rammen, flüchten. Entkommen einer Verfolgung in weniger als 3 Minuten. Lass dich in einer 4-Minuten Verfolgung entwickeln. Ja, schaffe ich auch. Einmal 195 Blitzen und einmal 185. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Blitzer dran. Geschafft. Hey, ich hab mich mal umgehört und angeblich wettet diese Mia ganz schöne Summen auf dich. Ich mag sie nicht. Sie hat auch ein echt langes Register. Die Cops beobachten sie also bestimmt. Halt dich lieber von ihr fern. Ja, was sie sagen, muss man ab und zu einfach nicht hinhören. So, dann wollen wir mal gucken. Da oben ist der nächste. Wie wir gerade sehen, ist auch ein Dragon. Das können wir mal auf die Schnelle erledigen. Vorher muss ich einmal gucken, wo ich runterschalten und hochschalten habe. Sonst habe ich ja gleich den Motorschaden. Tack, tack, tack. Ja, ist gut. Dann wollen wir mal. Ah, ne.
wird sogar erklärt. Beim Drag musst du perfekt schalten. Den richtigen Schaltpunkt erwischst du, wenn der Schaltpfeil grün wird. Lenk bei dem hohen Tempo im Drag-Rennen nicht zu stark. Tipp zum Spurwechsel nur kurz in die gewünschte Richtung. Setz dein Nitro zum richtigen Zeitpunkt ein, um dich vor die anderen Fahrer zu setzen. Wenn du in Führung bist, achte auf die Fahrer hinter dir und versuch sie auf ihrer Spur zu blockieren. Das war jetzt nicht gerade sehr schlau. Ist auch nach dem dritten Mal geschafft. Die Polizei hat deinen Wagen im Auge, ja. So, wie ihr seht, sind wir auch hier in dem neuen Viertel drinne. Hier an der Küste. In der schönen Achterbahn hier links. Rechts ein Riesenrad. Also wir sind hier auf der Promenade. Da war auch ein Unterschlupf. Aber wollen wir auf der Karte gucken. Wir sind ganz da unten. Hier ist nichts. Das heißt, wir werden erstmal da wieder ganz hoch fahren. Wie fahre ich da am besten? So. Wollen wir auf die Karte gucken. Vergewissern. Und da lang. So, und wieder die Polizei. Du hast vielleicht noch etwas erinnert von 2, 3 Minuten. Er läuft sich auf den Start. Grund Halterfeld. Zentrale 1085, Code 6 spielt sich mit. Ist noch jemand? Roger, 4-2. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ich werde alles ab. Abfahrt verwirrt. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung am Busbahnhof vorbei. Wir stellen den Stadtteil ab, aktuelle Infos. Somit haben wir das auch geschafft. Jetzt erstmal auf die Karte, wo sind wir dort? Dann fahren wir hier wieder ein ganzes Stück zurück und dann. So, da ist das nächste Rennen hier, und zwar im Rundkurs. Das ist ja. Dann wollen wir mal.
zwei Runden soll ich nur fahren. Aber dafür ist die Runde auch ein bisschen länger. Oh, da werde ich von Lance überholt. Gewittert. Motor ganz knapp gewonnen. Ich bin's, dein alter Kumpel Razor. Hab gehört, dass du wieder dabei bist. Hattest du einen schönen Urlaub, Tussi? Du scheinst ja auf Bestrafung zu stehen. Und danke für deine Karre. Wir sehen uns. Wenn er wüsste, dass er seine Karre wieder abnimmt. Beifahren. Wollen wir mal gucken, das nächste. Dort sind wir. Dann fahren wir doch mal dorthin. So, ich wurde entdeckt. Er macht den Auftrag jetzt fertig. Ich kann machen, was ich will. Die Tür schüttelt mich ab. Was? Der ist durch die Tankstelle erledigt. Ich hab ihn.